Unabhängigkeit beginnt im Kopf und vor alledem auch im Herzen. Ja, schön, dass du da bist. Unabhängigkeit beginnt im Kopf und hat vor alledem mit der Sicht der Dinge, wie so vieles immer, zu tun. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die haben überhaupt nicht das Gefühl, dass sie unabhängig sind, sondern dass sie abhängig von Dingen, von Situationen, von anderen Menschen, von ihrem Umfeld als solches, vom Außen sowieso, von Geld, von Materie und von Ähnlichem abhängig sind. Ja, sie sind sozusagen alleine durch diese Geisteshaltung gefangen in ihrer sogenannten Sicht der Dinge, dass sie das Gefühl haben, sie wären abhängig. Denn Unabhängigkeit ist genau wie vieles andere nur, in Anführungsstrichen, eine Empfindung und vor allem eine ganz persönliche, individuelle Empfindung. Das ist genauso wie glücklich sein. Und wenn du den Kanal hier verfolgst, weißt du, Glück ist eine Entscheidung. Und da gilt ja auch das Prinzip, wir können vielleicht die Situation nicht beeinflussen, aber was wir beeinflussen können, und zwar immer, das ist unsere Herangehensweise. Und genauso ist es auch mit der Abhängigkeit oder mit der Unabhängigkeit, mit unserem Gefühl dafür. Ja, und wie kommen wir aus einer erdachten, einer gefühlten, einer empfundenen Abhängigkeit dann heraus? Ja, genauso wie aus so eigentlich allen Problemen, die wir haben. Wir schauen uns sie einfach mal von einer anderen Seite aus. Wir ziehen uns mal aus der Situation oder aus der Sichtweise nach oben oder wir gehen einmal ganz herum um die Abhängigkeit, die wir so denken, oder um das Problem, was wir haben, um den derzeitigen Ist-Zustand, um die Situation, um die es gerade geht. Und wir werden eine andere Sicht gewinnen und wir werden sehen, schau, wenn ich von da schaue, sieht die Sache anders aus, als wenn ich von da schaue, und auch unsere Empfindung verändert sich. Und genauso ist es im Prinzip mit der Unabhängigkeit und auch mit der Abhängigkeit. Es ist eine individuelle Empfindung, wo wir die Wahl haben, bei der wir die Wahl haben, wie wir dieses empfinden. Ja, probier es einmal aus, wenn du das Gefühl hast, du bist abhängig von, dann probier es einmal aus, schau mal dir die Situation, den Menschen, die Dinge, was es auch immer betrifft, von verschiedenen Seiten einmal an. Und erinnere dich auch einmal an die Situation, in denen du dich unabhängig fühlst. Dann weißt du schon wieder, dass es machbar ist. Das ist ja immer so ein Erfolgsgesetz, einfach sich daran erinnern, dass es machbar ist. Und schau dir alles von allen Seiten einmal an, aus der ganzheitlichen Perspektive, über den Tellerrand, von oben her. Und dann wirst du auch auf jeden Fall erkennen, dass du grundsätzliche Natur unabhängig bist. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn dir dieser Kanal Freude bereitet und auch gute Impulse gibt. Und tätige die Glocke, damit du immer auch benachrichtigt wirst, wann ein neues Video kommt. Und deine Erfahrung bitte, schreibe sie unter das Video, auch zum Thema Unabhängigkeit und wie wir im Geiste und im Herzen diese leichter erlangen können. Lieben Dank, ich wünsche dir das Allerbeste, dein Jens Faber-Neuling. Tschüss.